Heute Morgen um 5:30 oder kurz nach 5 ging es wieder los beim Nachbarn mit der lauten Musik. Die kennen hier nichts. Scheiß Amis. Ja, die Dänis auf der Couch und ich bin im Schlafzimmer aufgewacht von dem Mist. Und dann hier sind die Laubbläser wieder unterwegs seit 8 oder 9. Aber das Wetter. Sollte eigentlich schauern den ganzen Tag. Jetzt ist es aber 18, 19 Grad und Sonne. Ja, der einzige Plan ist heute, sich mal diese komischen Mandelblütenbäume, die bereits in der Blüte stehen sollen, anzugucken. Mal gucken. Okay, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass mein Bose Headset auf dem Weg zu mir zurück ist. Also, die haben wohl alles repariert. Und da bin ich mal sehr gespannt. Getestet haben sie es auch. Gucken, was sie alles ausgetauscht haben und ob das tatsächlich wieder wie neu aussieht, wie von meinem Kollegen, der mir mal eine Nachricht geschickt hat, dass das alles wunderbar geklappt hat. Hat mich trotzdem 188, also $190 gekostet. Aber ist halt Bose, ne? Kostet alles. So, jetzt fahren wir mal los. Mandelblüte checken. Wetter ist einfach zu schön. Und mal gucken, ob wir auch einen Orangenbaum finden, aber. Eher nicht. Okay, den ersten Stop erfolgreich erledigt. Bei 19 Grad im Schatten und in der Sonne und hier im Auto mindestens 25. Ja, World Market, da gab es halt was umsonst. Koreanische Gesichtsmaske. Und wenn es da was umsonst gibt, dann stehen wir da immer auf der Matte. Das letzte Mal gab es halt diesen Weihnachtsschmuck und diesmal gab es eine Gesichtsmaske. Die können wir beide sehr gut gebrauchen. So, ja. Jetzt geht's weiter. Zu dem blühenden Mandeldings. Mal gucken, was wir finden. Ja, wir haben zwei, drei blühende Mandelbäume gesehen, die irgendwie ein Drittel in der Blüte standen. Aber die waren hinter einem Zaun. Jetzt sind wir eine weitere 20 Minuten durch die Gegend gefahren, weil die Lien dachte, hier dieser Baum, der immer als erstes irgendwie im Jahr blüht, der würde auch schon blühen, aber nein, nichts. Ja, der Sonnenuntergang da hinten, der wird wahrscheinlich auch nicht so doll. Da hinten kommt nämlich die Sturmfront. Mal gucken. Na, der Park, den wir uns ausgesucht haben und wo wir immer mit dem Fahrrad unterwegs waren, ist geschlossen. Ich kann es nicht glauben, aber wir haben finally. Nicht perfekt. Es hat ein hier Petal. Was ist Petal in Deutsch? Eine Blüte. Ist weg. Hier da ist ein neuer. Vielleicht das ist perfekt? Ich weiß nicht. So, ja, diese stehen wirklich ganz kurz vor der Blüte. Und oh, und die kommen da bald. ist ein Mann. Ja, überall geht's. Es kann nur noch eine. A matter of days. Was heißt das auf Deutsch? Eine Frage der Tage. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr bald steht hier alles in der Ja, Blüte. sehr bald. Aber noch nicht. Und die Bienen sind hier auch noch nicht ausgesetzt. Da hinten war noch mal so ein riesiges Bienenlager. Guck ich, ob ich das gleich noch mal einfangen kann, bevor es dunkel ist. Ja. Ganze Tour für die Katz. Mal wieder. Ja, das letzte Mal, als wir hier waren, da stand das Wasser bis direkt hier. Alles war unter Wasser. Und die dicken Karpfen, die waren hier und so weiter. Aber ja, der Park ist closed wegen den Vögeln hier. Die finden hier eine gute Rast. Kann man natürlich nicht sehen. Da hinten sind Hunderte von Vögeln. Kann man natürlich nicht sehen. Ja, der Pfad hier, das war der einzige Pfad, der nicht unter Wasser stand. Und hier lebt irgendeine seltsame, beziehungsweise eine seltene Art von Hasen oder Karnickeln. Und dann haben sie die alle gefüttert und auch gefangen, um die umzusiedeln. Die sind nämlich hier, der ganze Damm hier, der ist durchlöchert von deren, wo die leben. Und die haben sie umsiedeln müssen, weil die alle in ihren Löchern ersoffen sind hier.
und nichts zu fressen gefunden haben für Wochen und Monate. Aber das war eines der krassesten Überschwemmungen hier in der Gegend. Kein Sonnenuntergang, da hinten kommt die Sturmfront. Von daher, ne, das ist nochmal ganz interessant hier. Hier ist nochmal so eine Bienenstockfarm. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, da die weißen Dinger. Und ja, weil die hier noch alle stehen, bedeutet das, ja, Blütezeit hat jetzt noch nicht richtig begonnen. Aber was auch interessant ist, sind hier diese Traktoren. Die haben so komische Dinger, Anhänger, und das sind Fans, also hier Ventilatoren. Und die werden eingesetzt, wenn es bereits blüht oder im Frühjahr und wenn es dann nochmal friert. Und dann wird durch die Orchards, die hier ja überall sind, das sind ja alles, die sind halt einfach überall, dann werden die in die Orchards gestellt und dann werden die durchgepustet. Und das verhindert halt, dass sich Frost absetzt und dass die Blüten und die Knospen gefrieren. Normalerweise sind hier mehr am Start, aber die werden halt dann auch in die Orchards verteilt. Und dann ja, in Gang gesetzt mit Generatoren oder wie auch immer. Ha, interessant. Ja, eigentlich wollte ich jetzt trainieren gehen, aber ich habe irgendwie super Hunger, den ganzen Tag unterwegs gewesen. Spare ich mir heute. Dann habe ich es halt nicht für einen Tag verschoben, sondern ich habe einfach einmal ausgelassen. Ist auch okay. Die Waage werde ich mich gleich mal wieder stellen. Mal gucken, ob ich mir das leisten kann. Aber trainieren gehe ich so oder so nicht. Von daher ist es eigentlich egal. Aber rein Interesse halber. Weight check. Okay, Essen ist fertig. Immer das gleiche von gestern, diese komische Kartoffelsuppe. Allerdings aufgepeppt mit Mais. Ne? Ja. Kocht. Sehr gut. Ja, die Jenny hat mir gerade erzählt, dass es keine Fortschritte gab bei den elterlichen Hause. Das ist eben sogar schlimmer als gedacht. Und Schneefall ohne Ende. 5 inches. Ja, 5. Was ist 5 inches? 5 inches. Ja, ja, aber Zentimeter. Hey Google, what is 5 inches in centimeters? 5 inches equal 12.7 centimeters. Ja, 12,5 cm neuer Schnee und ja, kein Fix, Wasser immer noch aus und Katastrophe. Mhm. Ja, Liane hat gerade dieses, wir haben ja diese kostenlosen Masken hier bekommen vom World Market, aber ich dachte, das wäre das ist eine richtige Maske, die man da halt aufsetzt und nicht halt, wie ich gedacht habe, ja, was zum Auftragen und dann wird das irgendwie trocken. Mhm. Das ist eine richtige Maske. Zeit ins Bett zu gehen. Heute gab es dann wieder kein Feuer, weil, ja, 12 Grad. Ist zu warm. Also jetzt nicht hier drin, aber draußen. Kein Regen, aber der kommt morgen wieder. Hey Google. TV off. Und ich schalte das TV aus. Ja, auf jeden Fall super spät. Ab ins Bett. Morgen Freitag. Wochenende kommt. Super Bowl Wochenende steht an. Interessiert mich aber alles nicht. Außer, dass es leider schlechtes Wetter gibt. Denn am Super Bowl Wochenende, besonders am Sonntag, hängen sämtliche Amerikaner vor der Kiste. Also alle Parks, alles, was öffentlich normalerweise voller Leute ist, am Wochenende, da ist niemand. Hängen alle vor der Kiste, gucken Super Bowl. Ist sowas wie für uns die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaftsfinale. Aber gut, interessiert mich nicht. Von daher, wenn das Wetter einigermaßen ist, sind wir irgendwo, aber es soll wirklich saumäßig übel werden. Natürlich.